Hallo Freunde von ARK, heute würde ich euch gerne das neue Flugtier zeigen, den sogenannten Quetzalcoatlus. Wenn ihr ihn seht, ich habe ihn jetzt hier im Vergleich zu dem kleinen Flugtier stehen. Das sind doch schon 4, 5 Hausnummern größer. Wir haben ihn schon die Plattform drauf gebaut und ich gehe einmal rum, dass ihr die ganze Pracht und Form seht. Er war schwierig zu zähmen, also so zwischen 4 und 5 Stunden braucht man schon. Am besten und am schnellsten geht es mit Kibbel vom T-Rex, das wir im Moment am Sammeln sind, weil wir haben gedacht, es wäre Packer-Ex oder so. Mein Kollege schaut ihn sich gerade schon mal an. Dann gucken wir mal, wie die Werte von ihm so sind. Und zwar die Heal ist 1550, ist sehr okay. Die Stamina 825, ist ausbaufähig. Oxygen wieder zu vernachlässigen. Das Food fast 1500. Das Gewicht, das ist sehr ausschlaggebend, sind wir jetzt bei 840. Das Damage bei 220%, sehr, sehr gut. Movement Speed 136. Das hört sich jetzt viel an, aber wenn ihr seht, wenn ich gleich mit ihm fliege, das ist gar nichts. So, dann steigen wir mal drauf und fliegen mal eine Runde. Mit Shift-Taste müsst ihr ihn erst zum Starten bringen. Und dann seht ihr, es ist halt kein schneller Flieger, aber es ist halt mehr ein Transportflugzeug oder eine mobile Base. Wie gesagt, er schwingt halt sehr heftig. Die Geräusche finde ich auch sehr schön. Dann gehen wir wieder zum Landen. Mal sehen, ob ich wieder punktgenau Landung hinkriege. So, das sieht doch schon sehr, sehr gut aus. So, dann steigen wir mal ab und schauen uns den letzten Blick nochmal an. So, ich hoffe, die Information für das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mich gerne an. Ich beantworte jede Frage. Wenn ihr mal Lust habt, kommt auf den Server 323 offiziell PvE. Und ich hoffe, ihr schaut auch meine weiteren Videos an und unterstützt mich mit einem Like. Macht's gut und tschüss.